Moin oder was und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute starten wir das Ganze von einem ganz besonderen Ort. Schaut euch das einfach mal jetzt hier an, ne? Also ja, Jasbeck, winkt doch mal. Moin oder was? Sächsische Schweiz in Sachsen, ja, man hört's raus. Wir sind im Nebel, es ist arschgeil, wir haben gepennt auf einer Aussichtsplattform und jetzt einfach erstmal, damit wir auch wach werden, kurzes Edit, wo wir uns hier wirklich genau befinden, weil das ist wirklich schon märchenhaft schön dann auch. Spaß. So, der romantischste Schlafspot der ganzen Nation wurde abgebaut. Wir kehren zurück. Was wir genau machen, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich gibt es noch mal den einen oder anderen Ausblick hier von dem, was wir sehen. Aber erstmal gibt es einen kleinen Einspieler, wie zum Henker, weil diesen Schlafspot heute eigentlich gefunden haben. In diesem Sinne. Das ist die Brücke. Das hier. Das ist die Brücke, genau. Das ist die Brücke, wo wir heute schlafen wollen. Ja, irgendwo hier. Und jetzt gerade checken wir erstmal aus, ob man hier überhaupt schlafen kann, weil wir fanden die Idee lustig, hier zu pennen. Also das ist oft so, wenn wir unterwegs sind und irgendwo campen und dann nachts halt nicht sehen, wo wir eigentlich sind, dann ist er am nächsten Morgen schon in Zellen zu wissen, okay, krasse Location. Aber hier im Elbsandsteingebirge ist das, glaube ich, nochmal komplett anderes Level. Aber ja, ihr habt es ja schon gesehen, wie das aussieht, wir noch nicht. Hier ist doch geil. Digga, das Ding ist, da geht's halt direkt 100 Meter runter oder so. Wo? Da. Also, bisschen Spund. Alpenbär. Das ist alles irgendwie Dorf da unten. Dass man hier nicht schlafen darf, ist irgendwie nicht gesagt. Noch kein Schild entdeckt. Dann müssen wir wohl auf dem Weg schlafen. Na gut, das scheint, als hätten wir unseren Schlafplatz für heute Nacht gefunden. Scheiße. Bruder, wer kommt schon nachts? Das werden wir wahrscheinlich rausfinden. Da stand auf dem Schild Kernzone. Wenn wir vielleicht 200 Meter weiterlaufen, ist keine Kernzone mehr. Kann man sich da hinlegen. Aber man sieht jetzt schon, wie insane geil das hier ist. Also man sieht die Dörfer rundherum, man sieht die Elbe da rumfließen, man sieht hier ein paar Steine. Das ist schon echt next level hier. Und ich muss gucken, dass ich mich jetzt nicht lang mache. Da war es fast. Kein Plan, wo wir hier jetzt hochsteppen. Aber es scheint wild zu sein. Alter, das wäre so insane. Stell dir einfach mal vor, du wachst hier auf. Mit der Luke nach vorne und du siehst morgen das Ding hier. Also ihr habt die Drone-Shots von hier wahrscheinlich schon gesehen, ja, vor uns quasi. Aber können wir uns eigentlich nur vorstellen, dass eine absolute Madness hier ist, hier morgen aufzuwachen. Okay, und damit wieder rein ins Tageslicht. Kleiner Backflip hier in der schönen Kulisse. Weiter gehen unsere Eskapaden und jetzt wollen wir die Schrammsteine erklimmen. Und da das natürlich zu einfach wäre, ganz normal, haben wir uns Folgendes überlegt. Jan im Raketenkostüm und Ette. Ich muss natürlich Essen verdrehen und Stauderkiste mit nach oben nehmen. Ja, mal gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Wird wahrscheinlich extrem anstrengend und unnötig, aber deswegen auch verdammt geil. Rein da. Ich muss ungelogen so gehen, sonst kann ich mich nicht fortbewegen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr und wir sind noch keine 20 Meter gelaufen. Was? Ist verdammt nochmal nicht der Weg. Das ist richtig. Nee, ey. Ach du Scheiße. Als sei das mit einer gebrochenen Hüfte nicht schon challenging genug, da überhaupt hochzukommen. Verdammte Kacke. Also ich denke mal, in knapp 6-7 Stunden werden wir uns dann oben wiedersehen. So, erste Pause. Wir haben, denke ich, so 20 Meter geschafft. Alter. Ich hab die Kiste gerade auf einer Seite getragen, das geht ordentlich auf den Rücken, muss ich sagen. Das Gebläse hier. Scheißegal. Das bläst in eine Tour, Klimaanlage. Immerhin geht dir nicht die Luft aus, ne? Ich muss sagen, ich bin ziemlich erstaunt, wie gut es mich in dieser Situation getroffen hat. Also ich habe nur die Kamera in der Hand, Weihnachtsmütze auf dem Kopf, mir geht's blendend. Ich dachte gerade, du sagst, wie gut du dich in dieser Situation machst. Das auch. Die Technik wurde geändert. Boah, ganz schön anstrengend, oder? Was meint ihr?
damit die Leute auch wissen, wo es lang geht. Da lang. Das Staudermobil hat jetzt mal einen Fahrerwechsel erlebt. Jasper ist jetzt dran. Hatte noch nie weniger Bock auf mein Leben. Ey. Die Landschaft wird schöner, die Figuren, die hier durchsteppen, bleiben immer noch genauso dumm und hässlich. Da lang. Ja, sind schon drei raus, leider. Konnte man nicht widerstehen. Aber ist natürlich klar, bei der Staudau-Privatbrauerei. Keine Werbung an der Stelle. Also keine bezahlte, leider. Ich muss sagen, ohne Kasten fühlt man sich eigentlich ganz gut hier. Alter, das ist ja wirklich schön hier. Guckt ihr euch an. Ich glaube, die zwei haben gerade überhaupt keine Augen für die ganze Schönheit der Natur hier. Die wollen einfach nur nach oben ankommen. Und ich auch gleich wieder, wenn ich das Ding wieder tragen muss. Ich habe die Hoffnung, solange ich das nicht erwähne, weiß der Jasper das auch nicht mehr. Die ich will Rakete. Eigentlich jetzt gleich mal einen kurzen Zwischenstand von meiner eigentlichen Hose haben. Die hängt unten da, wo die Rakete aufhört. Warum nehmen wir das Ding nochmal mit? Weil es schmeckt. Eine Frage, weißt du, wo es lang geht? Nö. Hier? Nö. Mal ehrlich, Zwischenstand von meinem Ding hier. Mach das mal hinten auf, das ist so räudig mit der Hose. Alter, der kommt mir nachher nicht mehr auf die Sitze. Du kannst dir gleich wieder nehmen. Ja, ja. Eben mal hoch. Da hätten jetzt eine Boxershorts. Oh nee. Da macht es auf einmal ein Geräusch hinter mir. Fliegt Ette fast hin mit dem Ding. Wo willst du denn lang? Nicht durch die Mann. Wahnsinn. Und weiter geht's. Uns ist gerade was Phänomenales unter die Linse gewandert. Scheiß auf Stauder. Erstmal ein Sipier von dem. Okay. Schmeiß wieder rein in den Rest. Wisst ihr, was mir aber gerade echt auffällt? Ja. Wir haben keine Flasche Wasser, nichts mit. Ja, wir haben nur Stauder. Was ist das denn? Die haben hier einfach so einen Topf mit Wasser hingestellt und das läuft jetzt hier runter oder was? Wo kommt das denn her? Ach, warte mal, hier das Ding ist ja wasserdicht. Ich glaube, hier unten ist ein Loch. Hat er was gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Und wann haben wir hier entdeckt? Den Weg scheinbar. Also wir sind hier völlig querfeld eingelaufen. Der richtige Weg geht hier lang. Was ist so deine Erkenntnis nach einer Minute anstarrendes Schild? Überhaupt kein Plan. Ne? Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich lass einfach hier reingehen, oder? So, ich fliege dann und falle einfach hoch. Ist mir doch egal. Rammstein-Aussicht. Ja, ja. Dreiviertel Stunde, Alter. Leck mir am Arsch. Dreiviertel Stunde? Ja, ja. Also, dass das hier eine 3-Stunden-Wanderung wird mit dem Kasten, ne? Das hätten wir mir auch gut mal vorher sagen können. Servus. Wer will vereinzelt Essener Bier haben? Stauder Premium Bild. Ah, ja, sicher. Hey! Wahnsinn! Schöne Wanderung noch! You want the best German beer ever? Do you want to try it? Really? Yeah, yeah, of course. I like your outfit. Oh, thanks. It's my hiking special outfit. You look like you want one. Cheers! Yeah, cheers. Love of your life, oder was? Du sollst mich Stauder Premium Bild. Auf Exit. Aber nur Freude machen. Einfach nur Bierchen. Dankeschön. Was wollt ihr dafür? Gar nichts. Gar nichts? Einfach ernsthaft? Oh, ja, ja. Okay, dann nehme ich eins. Wir haben den nächsten Hinweis gefunden, ob wir hier richtig sind. Rammstein Aussicht. Da lang. Also dann. Ja. Junge. We want to be the first rocket to fly on top of the Schrammstein, eh? And therefore we need to get lighter. Ja, das Alter ist ja glatt hier. Gut, dass ich fliegen kann, wenn ich mich hinlege. Gut, dass ich mich festhalten kann. Mach die Pumpe bitte wieder aus, das geht nicht mit den scheiß Dingen. Ich hab keine Antwort. Boah, Alter. Hier liegt alles. Oh ja, alles verlass. Das ist ein Bild für die Götter. Ich hab kurz von den anderen Leuten gehört, dass hier auch Leitern sein sollen. Hier sind sie. Ihr fangt mich, oder? So, meine Challenge wird jetzt mit dem Kasten ein Ding zu erklimmen. Alter, ohne Ende. Alter, was? Was? Alle für das Schulterbier da oben. Oh, sicher. Alter. Ist so eine Scheiße in diesem Outfit hier. Das wird auf jeden Fall eine größere Challenge. Soll ich das Ding annehmen? Nix. Alter! Wer? Fast um mich geschehen. Alter! Stauner Premium-Pilz. Aus oh, Essen. Jetzt habe ich. Danke! Ja, bitteschön. Darf ich? Ja, sicher. Ihr ja, seid ja geil drauf. Ja. Also, schönen Tag noch! Ciao! Ja, erste lange Leiter jetzt mit dem Ding. Stark! Ja. Und die Rakete fliegt hinterher. Ja. Das sieht aus wie ein Fragezeichen. Das war schon knapp. Oder auch nicht. Und jetzt die Rakete. Digga, hier kann man so einen Dorf. So
Junge, wie soll ich hier runter? Oh ne. Ich hasse mein Leben gerade so weit von abgrundtief, ne? Aber irgendwie liebe ich es auch abgrundtief. So, die letzten Stufen zum geilsten Ausblick der. Ja gut, ne? Dann gehen wir wohl wieder runter. Der ganze verfickte Aufstieg umsonst, oder was hier? Ja. Verdammte Axt. Oh, Junge, das sieht so geil aus. So richtig mystisch. Also man sieht halt nicht viel, aber das, was man sieht, ist verdammt geil. Sieht aus, als würde hier jetzt so ein Dementor oder so was lang fliegen. Alter, lass. Was sehen meine müden, entzündeten Augen? Berge und Felsen und Schrammsteine. Yeah. Erstmal Stauder zur Belohnung. Grüße an alle Essener, da ist das Dingen! Auf den ersten Flug auf die Schrammsteine! Ja, Prost! Prost, Männer! Prost an alle! Alter Bär! Guck dir das mal an jetzt! So, und mit dem eleganten Sprung geht's für uns elegant nach unten wieder, zurück zum Auto. Mal gucken, was uns noch wieder fährt auf dem Weg nach unten. Aber erstmal heißt es Meter machen. Meter, Meter, Meter und noch ein Meter. Wir haben wie die größten Vollidioten vom Dienst den Abstieg nicht gefunden. Steppen jetzt hier komplett querfeldein so einen Berg runter. Man sieht original gar nichts. Und wir hoffen einfach nur, dass wir jetzt irgendwo am Wanderparkplatz wieder auskommen. Es ist wirklich sehr steil nach unten und wir laufen eigentlich schon so eine Stunde länger, als wir hätten laufen sollen. Klappe gleich zusammen, ne? Ja, dazu muss man sagen, die beiden sind komplett unterzuckert und fühlen sich überhaupt nicht gut. Und ja, wird einfach nur ein geiler Abstieg. Hast du Bock? Gar keinen Fall. Ja, ein bisschen Bock habe ich, also weil ich gleich umfall und einfach runterroll halt. Also das mit der Abkürzung war wohl nichts. Wir stehen hier mitten an der Kante. Oh, was? Alter, ich habe gerade den Ast auf die Nase bekommen. Ich schwöre, Zentimeter weiter links bin ich verblind geworden. Ja, auch mal was Neues. Ich glaube, wir sind die ersten Menschen, die es nicht schaffen, einen komplett normalen Wanderweg runterzulaufen. Komplett rutschige Laub, alles. Jetzt muss auch noch die Rakete den Kasten tragen. Schmeiß das Ding gleich die Böschung runter, ey, und mich erst, verdammt. Bierpulle. Also wenn das jetzt ein Stauder ist, dann spreche ich nah an. Ah, eine Bierpulle. Ja, aber was ist das? Pfand. Da hat sich schon gelohnt, hier runter zu gehen. 18 sind das. Alter Bärlachs, sag ich da nur. Wir haben tatsächlich... Das leidet schon bei mir vorbei. Aber wir haben tatsächlich einen Weg gefunden. Und drei Stauder haben wir auch noch. Ja. Tag könnte nicht besser laufen. Und wir haben eine Pfandpulle gefunden. Also eigentlich ist das nur Win. Ja. Win pur. 18 pur. Ein Weg! Ein Weg! Ein Weg, ein Weg, ein Weg, ein Weg, da oben ist Licht. Ach, guck mal, auch noch einer. So hier im Wald, oder? Ja, ziemlich. Entspannt. Hey, hast du Bock auf ein Bierchen? Ein Stauder. Siehst du noch was? Ja, wenn du mir das Licht in die Fresse ballerst, dann sehe ich überhaupt nichts. Mach den Weg. Da wäre ich beinahe gegen gelaufen, sag ich dir so wie das. Scheiß Stauderkoffer, ey, gib mir um den Sack. Was hast du gesagt? Ich wollte sagen, immer gut, wenn der erste vorläuft und der schon wegslippt, dann kann man schön aufpassen. Hat wohl nicht viel gebracht. Ja, das war pures Karma, wie es im Buche steht. Und ne! Verdammte Scheiße! Vollgas auf rechte Hüfte, aber alles gut, weißt du? Abgefangen wie ein Tiger habe ich mich. Also jetzt fehlt nur noch ich. Alle guten Dinge sind drei. Das heißt, ich bin gleich! Hey Junge, ruhig! Ja, du hast mich überholt dabei. Oh, ja. Warte, da wird ein Cent jetzt. Oh. Ah, das war ein Wahnsinn. Aber hat auch irgendwie Spaß gemacht jetzt. Scheiße, Alter. Wir sind wieder auf bekannten Wegen, an dem Zickzackweg, den wir da ganz, ganz am Anfang hochgesteppt sind. Also noch ein paar Meter, dann sind wir am Auto. Wir haben absolut keinen Bock mehr. So, wir lassen den Abend jetzt gemütlich mit dem Feuer ausklingen. Haben uns hier wieder eine neue Location zum Campen gesucht. Wahnsinnstag gewesen. Morgen ist Silvester, das heißt, es geht im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig weiter. Und wo wir jetzt hier genau sind und wo wir hier aufwachen werden, das seht ihr dann gemütlich im neuen Video. In diesem Sinne, rein in das verdammte Outro. Damit eigentlich müsste ich die Kamera kurz ins Feuer werfen, okay? Mach das nicht. Im Moment, wenn das Leben einfach genießt, dann mit der Gold. So true. Wenn das Leben einfach genießt, dann mit der Gold. Der dreckige So, ich will da mal kurz, sind immer gerade, das ist immer tot. Was willst du jetzt hier schon wieder mit der Kamera, verdammte Scheiße? Adios. Good.
Oh. Also, das war's.